Was soll das denn sein? Aber Moment, vielleicht erinnert sich ja ein älterer Marinesemester an längst vergangene Zeiten, als es bei der Bundesmarine eine Fregatte gab mit dem Namen Brommi im Dienst von 1959 bis 1965 als Schulschiff für Unterwasserwaffen. Glaubt man allerdings dem sogenannten Internetlexikon, dann gab es ja gar nicht in der deutschen Marine von 1893 bis 1965 die Bezeichnung Fregatte, wie wir sie heute zum Beispiel mit der Fregatte Mecklenburg Vorpommern kennen, die interessanterweise die Bezeichnung F 218 trägt. Warum? Dazu komme ich gleich. Jedenfalls sollen diese Geleitboot genannten Kriegsschiffe erst im Zuge der NATO-Standardisierung ab 1965 Fregatten genannt worden sein. Das ist aber unrichtig, da die Bromi mit sechs anderen Geleitbooten die offizielle Bezeichnung Schulfregatte Klasse 138 trugen. Gneisenau benannt nach dem von 1760 bis 1831 lebenden preußischen Generalfeldmarschall August Neidhardt von Gneisenau, Scharnhorst benannt nach dem von 1755 bis 1813 lebenden preußischen General und Generalstabschef Gerhard von Scharnhorst, Hipper benannt nach dem Chef des Aufklärungsverbandes der Deutschen Hochseeflotte, in der vom 31. Mai bis 1. Juni 1916 dauernden skagrak schlacht Admiral Franz von Hipper. Scheer, benannt nach dem Kommandeur der Deutschen Hochseeflotte in der skagrak schlacht Admiral Reinhard Scheer. Graf Spee, benannt nach dem Chef des Ostasiengeschwaders der Kaiserlichen Marine, Vizeadmiral Maximilian von Spee. Raule, benannt nach dem kurbrandenburgischen Generalmarinedirektor im 17. Jahrhundert Benjamin Raule und wobei das F für Fregatte steht Brommi, die mit F128 die gleiche Bezeichnung trägt wie die Fregatte Mecklenburg-Vorpommern und benannt worden war nach Karl Rudolf Bromme dem Befehlshaber der kurzlebigen Reichsflotte des Deutschen Bundes von 1849 bis 1853. Dieses Kriegsschiff 1942 als britischer Geleitzerstörer Eggesford vom Stapel gelaufen, hatte ab 1959 zusammen mit den anderen genannten Einheiten beim Aufbau der Bundesmarine als Schulfregatte gedient, bis 1965 vier von ihnen abgewrackt wurden. Zwei von ihnen, Raule und Brommi, waren allerdings als sogenannte Zielschiffe verwendet worden, bis auch sie durchlöchert von Granaten ebenfalls auf dem Abwrackdock gelandet sind. Allerdings gab es noch keine Zielschiffe als zwischen 1848 und 52 mit der Reichsflotte, die erste gesamtdeutsche Marine der deutschen Marinegeschichte bestand, wobei mit dem Namen Brommi die kurze Geschichte der deutschen Bundesflotte Eng verbunden ist. Karl Rudolf Bromme, das Brommi kam erst später, war am 10. September 1804 in diesem Haus in Anger geboren, seit 1889 ein Stadtteil von Leipzig, und hatte sich 1808 mit 14 Jahren entschieden, Seemann zu werden. Nach dem Besuch der mit Unterbrechungen von 1749 bis 1979 in Hamburg eingerichteten Navigationsschule, in der heute der deutsche Wetterdienst einen Sitz hat, und einer Fahrt mit der Brig Heinrich nach Südamerika, hatte er ab 1822 auf US-amerikanischen Segelschiffen angeheuert und war vier Jahre später Captain geworden. Ab dann schrieb er seinen Namen so, wie die Amerikaner ihn aussprachen: Brummie. 1827 finden wir ihn im griechischen Unabhängigkeitskrieg gegen die osmanische, also türkische Herrschaft, in dem der abenteuerliche Sachse ab April 1827 als erster Leutnant zuerst auf der 64-Kanonen-Segelfregatte Hellas, links im Bild, dann auf der 26-Kanonen-Segelkorvette Hydra sich im Kampf gegen Seeräuber auszeichnete. Bei den Griechen hieß Bromme Karolos Vramis. Er war dann schnell Korvettenkapitän geworden und im Juni 1828 griechischer Fregattenkapitän und Kommandant der mit 6x68 Fünder bewaffneten Raddampfkorvette Epireiches. Aber nach seiner Teilnahme am Seekrieg 1829 bis 30 hat es Karl Rudolf Bromme zurück in die Heimat gezogen. Inzwischen waren nämlich die Arbeitsbedingungen für ihn, den Ausländer, nicht einfacher geworden. Daher hatte er 1831 Griechenland verlassen und war nach Sachsen zurückgekehrt, wo er in Meißen unter dem Pseudonym R. Thermo einen autobiografischen Roman veröffentlichte. Aber als 1832 der 17-jährige bayerische Prinz Otto von Wittelsbach von den Großmächten England, Frankreich und Russland zum König Otto I. von Griechenland gewählt worden war, hatte die griechische Marine Bromme im November zurückgeholt und ihn in seinem alten Dienstgrad wieder eingestellt. Er war dann hintereinander Kommandant mehrerer Schiffe geworden, Mitglied einer Marinekommission, Hafenkapitän und später Präfekt der eingerichteten Seepräfektur in Poros. 1835 aber war diese beachtliche Karriere unterbrochen worden durch ein gegen ihn angestrengtes Kriegsgerichtsverfahren? Grund dafür war eine von Bromme, einem Unterbezieher, verpasste Backpfeife. Ob im Zorn oder in Notwehr, darüber gibt es keine Klarheit. Allerdings neigte Bromme, folgt man schriftlichen Überlieferungen und militärischen Beurteilungen, schon einmal zu Zornausbrüchen. Und manchmal hatte seine Erscheinung auf Beurteilende sogar tyrannisch gewirkt. Doch trotz einer drohenden Verurteilung hat man ihn bis zum Urteil seine Dienstgeschäfte als Stellvertreter des Seepräfekten, des Admirals Andreas Miaules, weiterhin ausüben lassen, der ihm mehr als wohl gesonnen war. Aber Miaules, war Ende Juni 1835 überraschend verstorben und kurz darauf hatte Bromme das Urteil des Kriegsgerichts erreicht. Vier Monate Arrest und 60 Drachmen Geldstrafe. Dazu Entfernung von allen Dienstposten. Das war allerdings ganz schön happig für nur eine Backpfeife, wenn es da nur eine solche war. Jedenfalls hatte sich Bromme in seiner Offiziersära getroffen gefühlt und wollte mit Eingaben gegen das Urteil vorgehen, da er jetzt, seine griechische Karriere als beendet ansah. Da erreichte ihn am 25. August völlig überraschend der Auftrag zur Erarbeitung eines Dienstreglements für die Königlich-Griechische Marine, das er Ende Februar 1836 vorlegen konnte. Dann, im Juli dieses Jahres, hatte er die Stelle des stellvertretenden Kommandanten an der 1828 gegründeten Kadettenschule angetreten. Als aber dort im Oktober eine bewaffnete Meuterei wegen schlechter Ausbildungsorganisation und des Fehlverhaltens einiger Mitglieder des Lehrkörpers ausgebrochen war, hatte der stimmgewaltige Bromme ohne Gewalt nur mit verbaler Härte und viel Geschick die Unbotmäßigkeiten der feurigen griechischen Kadetten beenden können. Überhaupt ist es erstaunlich, welche Wendungen das Schicksalpendel immer wieder in Brommes Leben genommen hatte. Denn als es am 3. September 1843 zur zunächst unblutigen griechischen Revolution gegen König Otto I. gekommen war, hatte deren Anführer, Oberst Dimitros Kalergis, unter anderem gefordert, alle ausländischen Mitarbeiter aus dem griechischen Staatsdienst zu entfernen. Und als sich im Laufe der nächsten Wochen der Volkszorn immer stärker nun auch gegen Ausländer richtete, und sie scharenweise aus dem Land flüchteten, war Bromme zur eigenen Überraschung in seiner Stellung unbehelligt geblieben. Zeitweise war er sogar als Leiter der Kadettenschule eingesetzt. Und als diese Ausbildungsstätte kurze Zeit später aus Geldmangel geschlossen wurde, war er am 26. September 1843 sogar zum Vorsitzenden des Kriegsgerichts berufen worden. 1845 war aber auch für Bromme die Lage in Griechenland immer schwieriger geworden. Daraufhin hatte er sich mit einem Gesuch an den preußischen König Friedrich Wilhelm IV. zur Übernahme in die aus einer kleinen Küstenflotte und ein paar Küstenbatterien bestehenden unbedeutenden preußischen Marine beworben. Da aber bis dahin die Gründung einer preußischen Kriegsmarine nicht ernsthaft geplant worden war, war er abgelehnt worden. Drei Jahre später allerdings hatte sich die Lage erheblich verändert. Denn hatten die ersten zarten Demokratiebestrebungen im Revolutionsjahr 1848 noch große Begeisterung in der deutschen Nation erzeugt, hatte man es aber auch als besonders kränkend empfunden, dass die starke dänische Flotte. Im von 1848 bis 1851 dauernden Ersten Schleswig-Holsteinischen Krieg kurzerhand die deutschen Häfen blockiert, innerhalb weniger Tage den norddeutschen Seehandel zum Erliegen gebracht und so der übrigen Welt die Ohnmacht der deutschen Staaten auf See offenbart hatte. Das war sogar so weit gegangen, dass Dänemark am 14. April 1848 preußische Schiffe. In größerer Zahl beschlagnahmt hatte. Dass so etwas überhaupt möglich gewesen war, hatte auch daran gelegen, dass der von 1815 bis 1866 bestehende Deutsche Bund keine eigene Marine unterhielt, sondern sich auf die verbündeten Mächte Großbritannien, Niederlande und Dänemark verlassen hatte. Allerdings hatte wenigstens ein Land des Deutschen Bundes über eine ansehnliche Marine verfügt, das Kaiserreich Österreich. Aber Wien hatte de facto neutral bleiben müssen, da viele seiner Mittelmeerschiffe in der ihn im Wiener Kongress 1815 zugesprochenen italienischen Hafenstadt Triest im Golf von Venedig blockiert festsaßen oder ihre meist venezianischen Mannschaften inzwischen zu den Italienern übergelaufen waren. Derart in die Realität des richtigen Lebens zurückgebracht, man konnte damals ja auch fast von einer Zeitenwende sprechen, hatten sich dann in fast allen größeren deutschen Städten Flottenvereine und Ausschüsse gebildet, die Geld für eine deutsche Flotte sammelten. Daraus war 1898 der Deutsche Flottenverein geworden mit über einer Million Mitglieder. Ein starker Förderer für eine deutsche Kriegsmarine war gewesen Prinz Adalbert von Preußen dem 1848 die Frankfurter Nationalversammlung in der Paulskirche die Leitung der technischen Marinekommission übertragen hatte. Dazu hatte der Prinz in seiner strategischen Denkschrift über die Bildung einer deutschen Flotte drei mögliche Modelle vorgestellt. Eine Kriegsmarine zur rein defensiven Küstenverteidigung, eine solche zur offensiven Verteidigung und zum notwendigsten Schutz des Handels oder eine selbstständige Seemacht. Er selbst hatte sich für die mittlere Lösung entschieden, da sie die großen Seemächte nicht provozieren würde. Am 14. Juni 1848 war es dann soweit. Die deutsche Bundesversammlung in Frankfurt die frankfurter nationalversammlung hatte sechs millionen thaler für die schaffung einer reichsflotte bewilligt gleichzeitig war brommes gesuch an den präsidenten der frankfurter nationalversammlung heinrich von gagern beim aufbau der reichsflotte mitwirken zu dürfen günstig beschieden worden dann war bromme der gerade sein stark beachtetes wissenschaftliches werk veröffentlicht hatte die marine eine allgemein verständliche Darstellung des gesamten Seewesens für Gebildete aller Stände, Anfang 1849 nacheinander zum Seezeugmeister, dann zum Leiter der Technischen Marinekommission und im März 1849 zum Oberbefehlshaber der Nordseeflottille mit seinem in Brake an der Unterweser liegenden Flaggschiff, seiner Majestät Schiff Barbarossa, ernannt worden. Bromme war der Ruf besonderer Tüchtigkeit und Tapferkeit vorausgeeilt, darüber hinaus hatte er auch die notwendige seemännisch-kriegerische Erfahrung, die den Deutschen fehlte. Gerade diese Eigenschaften waren erforderlich in dieser schwierigen und verworrenen Zeit, denn er musste ja quasi aus dem Nichts heraus die vielseitige Organisation für den Aufbau einer Kriegsflotte schaffen. Eine besondere Unterstützung hatte Bromme gefunden, in dem Reichshandelsminister, dem bremischen Senator Arnold Duckwitz. Aber alle Organisationsbegabungen nutzen ja nichts, wenn über einem Unternehmen zunächst der Unstern steht. Denn als die ersten beiden Dampfschiffe in Großbritannien gekauft worden waren, war das erste bereits bei der Überführung gestrandet. Und als man ein weiteres in den Vereinigten Staaten gekauft hatte, war von Washington der Export verboten worden. Aber trotz aller personellen, materiellen und finanziellen Schwierigkeiten zum Trotz war es Bromme in den folgenden Monaten gelungen, die kleine Reichsflotte gegen Dänemark zusammenzustellen. Elf große Schiffe, 27 Ruderkanonenboote und rund 1500 Marinesoldaten. Allerdings hatte er für die Besetzung der höheren Offizierstellen mangels deutschem Personals meist auf Briten und Belgier zurückgreifen müssen. Der erste und einzige Kriegseinsatz der Reichsflotte unter Kapitän zur See Bromme fand am 4. Juni 1849 statt. Mit einem kleinen Geschwader von drei Schiffen, es handelte sich um die Dampffregatte Barbarossa und den Dampfkorvetten Lübeck und Hamburg, hatte er die die Wesermündung blockierende dänische Segelkorvette Valkyrien angegriffen, Vorne die drei deutschen Schiffe, zwischen ihnen die Valkyrien, links kommen die dänischen Radkorvetten Geyser und zwei Fregatten hinzu. Aber das Gefecht hatte abgebrochen werden müssen, als die Valkyrien sich zu der Insel Helgoland zurückgezogen hatte, die damals zu Großbritannien gehörte und das sich während der deutsch-dänischen Auseinandersetzungen als neutral erklärt hatte. Aber dann hatte eine britische Küstenbatterie auf Helgoland Warnschüsse auf die Barbarossa abgegeben, während es allerdings der dänischen Korvette erlaubt war, in der Deckung der Insel zu bleiben, bis Verstärkung herangeführt worden war. Um nun aber zu verhindern, dass die Royal Navy einen Grund finden könne, sich am Krieg zu beteiligen, hatte Kapitän zur See Brommi das Seegefecht von Helgoland abgebrochen. Ich habe gerade vom britischen Helgoland gesprochen. Das Bild von 1868 zeigt unten die Kaserne der Engländer. Tatsächlich war diese für Deutschlands Marine strategisch so wichtige Insel erst am 1. Juli 1890 durch einen Vertrag im Tausch gegen das deutsch-ostafrikanische Territorium Sansibar eingetauscht und dem Königreich Preußen zugeschlagen worden. Was aber das damalige einseitige Eingreifen des angeblich neutralen Großbritanniens zugunsten Dänemarks betraf, war das noch übertroffen worden von der Entscheidung des britischen Außenministers Henry John Temple, Third Viscount Palmerston. Dieser sich in alles einmischende Politiker, der in London aufgrund seiner unsteten, unüberlegten Spontanpolitik zu Recht den Beinamen Feuerbrand erhalten hatte, hat es tatsächlich geschafft, sich im Laufe der Zeit mit Frankreich, Spanien, Belgien, Österreich und Russland zu überwerfen, während seine dauernde Parteinahme für Dänemark in der schleswig-holsteinischen Frage ihn zu einem Feind Preußens machte. Palmerston hatte die damals bei Helgoland zum ersten und letzten Mal aufgetretene deutsche Flotte ostentativ nicht anerkannt und der Regierung von Hamburg angezeigt, dass wenn keine der vorhandenen Regierungen jene Dampfschiffe als unter ihrer Bootmäßigkeit stehend anerkennt, dieselben der Gefahr ausgesetzt sind, als Piraten behandelt zu werden. Allerdings hatte sich die Seemacht Großbritannien diese Politik ungefährdet erlauben können, denn hinter der deutschen Reichsflotte stand keine starke Staatsgewalt. Die mit so großer Hoffnung begrüßte deutsche Nationalversammlung war zahnlos geblieben und hatte weder gegenüber dem Ausland noch den anderen Einzelstaaten gegenüber irgendeine Machtstellung erreichen können. Und was die bewilligten sechs Millionen Reichstaler für die deutsche Flotte betraf, war das von den Bundesstaaten zu zahlende Geld entweder erst gar nicht gekommen oder erst mit großer Verzögerung. Nachdem dann auch noch König Friedrich Wilhelm IV. von Preußen von der Nationalversammlung zum Kaiser gewählt worden war, dieses Amt aber abgelehnt hatte, war nach der Niederschlagung der 48er Revolution nun auch das provisorische Oberhaupt des Deutschen Reiches, Reichsverweser Erzherzog Johann von Österreich, zurückgetreten und hatte seine Befugnisse zugunsten einer österreichisch-preußischen Bundeszentralkommission niedergelegt. Allerdings hatte er noch zuvor am 23. November 49 den Kapitän zur See Bromme zum Konteradmiral ernannt. Zwar war 1850-51 der Deutsche Bund wiederhergestellt worden, aber die dem Deutschen so liebe Uneinigkeit war geblieben. Und was die Flotte betraf, um deren Bestand Bromme weiterhin gekämpft hatte, wollte sich jetzt keiner der deutschen Staaten mehr an der Finanzierung beteiligen. Im Kampf um die Gelder hatte das Heer einmal mehr gewonnen und der Marine dem Platz zugewiesen, wohin sie nach Ansicht der Generalität gehörte, in die zweite Reihe. Dann kam der 2. April 1852, der Tag, an dem der in demokratischer Bescheidenheit im Frankfurter Paleton und Taxis residierende Bundestag die Auflösung der Flotte zum 31. März 1853 beschlossen hatte. Diese Aufgabe hatte man einem Bundeskommissar übertragen, dem streng konservativen, um nicht zu sagen reaktionären Regierungspräsidenten des zum Großherzogtum Oldenburg gehörenden Fürstentums Birkenfeld, Laurenz Hannibal Fischer. Der danach mit dem Spottnamen Flottenfischer oder Flottenverkäufer bedachte Fischer, hatte dann die von Konteradmiral Brommi bei Bremerhaven zusammengezogenen Schiffe, auf denen er die Brutstätten des Radikalismus vermutete, meist unter Wert versteigern lassen. Das Flottenpersonal war verabschiedet, die Marinebeamten entlassen worden, alle nur mit bescheidenen Abfindungen und Pensionen. Die beiden moderneren Schiffe Barbarossa und die Eckernförde wurden an Preußen übergeben. Das Satireblatt Kladderadatsch meinte, Fischer sei der einzige Deutsche, dessen Verdienste selbst von den Dänen anerkannt werden würde danach konnte man in einer englischen zeitung lesen was allerdings auch den nagel auf den kopf traf wie das reich nur ein gespenst eines reiches war so war die flotte nur ein gespenst einer flotte denn die wahrheit war ja auch gewesen dass die reichsflotte auch deshalb widerstandslos verschwand nachdem der lord palmerston über die schiffe unter der schwarz rot goldenen flagge erklärt hatte dass dieselbe der gefahr ausgesetzt sind als Piraten behandelt zu werden. In diesen für Bromme so schweren Tagen hatte er sich am 6. Mai 1852 mit der 1825 in Brake an der Unterweser geborenen Caroline Gross verlobt. Am 1. Juli wurden sie in der Kirchhammelwadener Kirche verheiratet. Gemeinsam waren sie zunächst nach Bremerhaven gezogen, wo am 9. Mai 1853 ihr Sohn Karl Rudolf geboren wurde. Karl Rudolf ist am 12. Oktober 1870 mit 17 Jahren als Fusilier im oldenburgischen Infanterieregiment Nummer 91 im Krieg gegen Frankreich 1870 bei Marange, damals Maringen im Reichsland Elsaß-Lothringen, 12 Kilometer nordwestlich von Metz am Typhus verstorben. Am 30. Juni 1853 war auch Karl Rudolf Brommi in den Ruhestand geschickt worden mit einer einmaligen Abfindung von 2500 Talern. Für die monatliche Pension von 125 Talern hatte er sehr lange kämpfen müssen. Und das, obwohl die von ihm verfasste neue Dienstvorschrift für die deutsche Flotte so ausgezeichnet war, dass sie vier Jahrzehnte später von der neuen kaiserlichen Marine im Wesentlichen übernommen werden konnte. Danach hat Konteradmiral außerdiensten Bromme, genannt Brommi, der Oberbefehlshaber der deutschen Reichsflotte, das Schicksal seines Werkes geteilt. Im Haus Schwalbenklippe in Bremen, mit Frau Caroline und Sohn Karl Traugott Gerhard wohnend, enttäuscht über die Undankbarkeit, hatte er vergeblich versucht, eine Stellung bei der preußischen Marine zu finden. Eine kurze Tätigkeit im Juni 1857 als technischer Referent bei der österreich-ungarischen Marine hatte er wegen seines schlechten Gesundheitszustandes aufgeben müssen. Dann, am 9. Januar 1860, ist Karl Rudolf Bromme in St. Magnus, jetzt ein Bezirk von Bremen, verstorben. Er ist 55 Jahre alt geworden. Er wurde beigesetzt in Kirchhammelwaden, jetzt ein Stadtteil von Brake, gehüllt in die schwarz-rot-goldene Flagge seines Flaggschiffs Barbarossa. Frau Karoline hat ihm um Jahrzehnte überlebt. Später benannte man nach ihm Plätze und Straßen. Ab 1940 gab es bei Cherbourg in der Normandie die Batterie Brommi der Marineadlerieabteilung 260 mit vier 15,2 cm Geschützen und in dem 1942 veröffentlichten Spielfilm »Geheimakte WB1« wurde »Bromi« von Herbert Hübner gespielt. Ab 1936 trug ein seemännisches Ausbildungsschiff seinen Namen, seit 1937 ein Räumboot-Begleitschiff der Kriegsmarine und, wie eingangs gehört, seit 1959 auch die Bundesmarine-Schulfregatte F128. Bis 1997 gab es in Brake die admiral bromi kaserne in der Matrosen und Unterbezieher auf den technischen Dienst an Bord vorbereitet wurden. Und was besonders erfreulich ist, seit 2009 kümmert sich in Leipzig die Karl Rudolf Fromme Gesellschaft Leipzig, eingetragener Verein, um sein Vermächtnis. Auf dem ihm auf dem Friedhof von Hammelwaden gesetzten Gedenkstein, auf dem Grab, kann man lesen: Karl Rudolf Frommi ruht in diesem Grabe der ersten deutschen Flotte Admiral. Gedenkt des Wackren und Gedenkt der Zeiten. An schöne Hoffnung reich und bitterer Täuschung und welche Wendung dann durch Gottes Fügung! Man hätte aber auch genauso den jedem deutschen Soldaten wohlbekannten Spruch darauf schreiben können, der da lautet: Der Dank des Vaterlands ist dir gewiss, er wird dir ewig nachschleichen und dich nie erreichen.